Moin Moin, die Leute, herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Neue Runde LS22 Multiplayer. Aktuell mit Vulkanstärke Pascal, Gerd und Ralf. Moin. Moin. So, ich wollte das nämlich auch schon mal gucken und dann habe ich das auch nicht gefunden. Genau, stellen wir die Frage mal live im Chat. Manchmal sind da Leute, die haben Ahnung. Gleich jetzt, in einer halben Stunde geht's los, oder? Ich glaube um 9 oder nicht? Um 9, in einer Stunde geht's los. Normalerweise 9 Anstoß, oder? Finale, ja. Die Leverkusen als deutsche Mannschaft können den Europapokal holen. Wir haben ja schon getippt. Ich habe gesagt, ich glaube, die gewinnen 4-1. Pascal hat getippt 3-2. Gibt es noch andere Tipps? Schreibt gerne rein. Nachher heute Abend. 0. Müssen wir noch mehr? Das ja, 0-0. Ne, das gibt's ja nicht. Na gut, für die normale Spielzeit schon. Ein Elfmeterschießen, ne? Aber. Ja, gut, aber das macht Leverkusen nicht. Die schießen in der 90. Plus 8. Ist ein Tor. Mindestens in der Nachspielzeit schießen die wieder Tore, weil die ja das immer so machen. Kitte Kater. Das Gerät, was aus Grasschwatt Heuschwatt macht, das heißt ELHO. ELO. ELHO. Motorrad unter Heu immer zu finden. Das ist aber ein Mod, oder? Oder ist das Standard? Ich glaube, Mod. Mod. Ich glaube, Mod. Ja, stimmt. Mod hat. Also nicht mit dem Heu- und Forage-Pack dazugekommen. Nein. Das ist ein extra Mod. Wir haben ja auch keine DLCs hier drauf, stimmt, geht ja nicht, weil Black Forest keine hat. Ich glaube nicht nur Black Forest, ne? 0-3, du glaubst, dass Leverkusen verliert? Liegt wahrscheinlich wegen dem S04 im Namen. Ich glaube aber, er meint 3-0 für Leverkusen. Achso, ist die Begegnung in Bergamo gegen Leverkusen beschrieben? Ja, ich glaube schon. Ein Heimspiel gibt es ja in dem Sinne nicht. Ne, ist in Dublin. Ich glaube auch, dass es irgendwie so ein bis zur ersten Halbzeit so ein 1-1 wird und in der zweiten Halbzeit fallen dann noch ordentlich Tore. Ja, die Frage im Raum war, hat RTL, gibt es nicht von RTL den Livestream im Internet zu gucken? Wenn ich am Modden bin oder irgendwas, hier Videos regeln und so weiter, bin ich immer ganz gerne. Eigentlich habe ich immer eigentlich meistens den NTV Livestream zum Beispiel nebenbei laufen oder halt irgendwelche YouTube-Videos. Und NTV hat ja ihr ganz normales Fernsehprogramm oder Welt und so weiter, wie die ganzen Sender heißen, die übertragen ja ihr ganz normales Nachrichtenprogramm ja ganz normal 1:1 ins Internet. Ja, mit RTL Plus, das weiß ich. Und bei RTL ist es nur mit RTL Plus oder was? Also ach, ich hatte auch mal irgend so einen anderen Stream auf, da gibt's so Dinge, aber ob die den Fußball da nicht sperren, das weiß ich nicht. Na gut, es gibt immer irgendwelche Streaming-Plattformen, Restreamen, die dann irgendwie ne, nicht ganz auf die Art und Weise das irgendwie ins Internet übertragen. Zufällig steht hinter mir gleich ein Fernseher, so ungefähr, da sieht man das. Ja, da kann man Der ja auch Fernsehen, ne? Ja. Wie gesagt, nebenbei angeguckt hätte ich mir das auch. Ich hätte das dafür jetzt aber nicht heute Abend verschoben oder ausfallen lassen. Dafür bin ich zu wenig Leverkusen-Fan. Natürlich bin ich eine deutsche Mannschaft, klar. Kann auch mal ein interessantes Fußballspiel werden, aber. Also nur bei RTL Plus. Ja, das meine ich auch. Ja. Und das kostet ja. Nee. Pluto TV? Mhm. Doch, was es gibt da, glaub. Kill Reaper Original, okay. Der Name ist jetzt nicht ganz so vertrauenswürdig. Aber danke für den Tipp. 2i2 oder irgend sowas. Ich werde doch da, wo Black Forest mal gucken. Ja. Hier ist der Link von den ELO. Da ist der Link vom ELO. Danke, Gert. Ich habe ja auch mal im Internet geguckt, weil ich auch ja jetzt nächste Saison dieses Dezoom brauche. Und da gibt es im Internet irgendwie, kommt, das ist so ein Stick, der kommt irgendwie aus Japan, der kostet einmalig 150 Euro. Und dann ist das für immer freigeschaltet, Dezoom und Sky. Also, na, das hätte ich gar nicht wahrscheinlich. Ja. Aber das wird auch wieder irgendwann bei der Zeit wieder funktionieren und dann ist es auch wieder weg. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn man das mal hochrechnet, ne, diese 150 Euro, das wird ja schon, das ist ja ein Jahr eigentlich. Ein Jahresabo wahrscheinlich, oder? Nee, das ist einmalige Anschaffung und da steckst du in den Fall. Nein, ich meine, die 150 ist das nicht ein Jahresabo bei der Sohn oder so? Schön wär's. Aber ja, mittlerweile sind es das 360 oder so.
Was? 160 Euro wollen die im Jahr oder was? Ja, nur der Sohn. Wenn du es gleich für ein Jahr abschließt. Sonst sind es 480 oder so. Oder. Das ist ja nicht normal. Ja, das ist krass teuer geworden. Die sind ja angefangen, also ich habe es noch nicht so lange. Ich würde mal schätzen, ich habe das jetzt seit 4 Jahren. Vielleicht 3 Jahre. Angefangen mit 10 Euro im Monat. Ja, das habe ich auch gekriegt, das Angebot. Die ersten 12 Monate 9,99 und ab dem 13. Monat kostet 19,99. Ja, das geht ja. Aber das ist ja noch Lockermittel. Wir wollen sie, also jedes Mal, wenn ich das anmache, meckern sie mich an, wollen, du hast aber noch nicht zugestimmt. Wir behalten uns vor, deinen Vertrag zu kündigen. Ja, als wenn sie das machen würden, weil ich zahle ja schon irgendwie 25 oder durch, glaube ich. Dann wären sie ja schön blöd, wenn sie das kündigen würden. Die versuchen das aber so lange halt, bis die Leute dann doch mal aus Versehen vielleicht auf Jagd legen. Aber da läuft aktuell auch eine Sammelklage gegen der Zone, dass sie irgendwie mit der Preispolitik da, also oder mit diesen, hier, ne, also ich könnte mir vorstellen, wenn mein Sohn das jetzt anmacht, der klickt einfach weiter, dann hat er den Vertrag akzeptiert. Du musst immer da noch irgendwie, ne, dich rauswursteln, damit du nicht zustimmst. Und falls nochmal jemand ist, der das nicht genau weiß, sagt, zack, oh, hast du zugestimmt und du hast auf einmal 35 Euro im Monat für ein Jahr voraus. Das Zustimmen ist ein Krieg und das Dagegenstimmen musst du 10 Sachen antreten. Ne? Genau, so ist es nämlich. Ja, aber wenn sie da nicht einen Riegel vorschieben und Sachen verbieten, dann machen die wirklich, was sie wollen. Die testen einfach aus, wie weit man da gehen kann. Aber es gibt ja auch genügend Leute, die da drauf reinfallen. Ja, sonst dann schließe ich das lieber wieder neu ab. Dann sollen sie mich rausschmeißen, müssen dann ihre Fristen wahren. Und dann schließe ich das über einen anderen Namen neu ab, fertig. Ja, egal. Ja, genau, dann wird es billiger wieder, ne? Ja, das ist wieder ein Neuvertrag. Was? Helfer H hat die Arbeit außerordentlich beendet? Na, hast du keinen Bock mehr? Wieso Helfer? Falsche Taste gemacht, Ralf? Kann auch sein. Weil wenn ich überlege, dass er hinten eine Abglasse hat gerade, habe ich wahrscheinlich wieder Kreisle gedrückt. Vulkanschlecke da hinten? Hallo? Was ist? Ich bei hier, Gerd, hast du alles schon weggepresst oder hinten ist da noch was? Nee, hier hinten. Andere Seite ist Vulkanschnecke am Arbeit, aber vielleicht die letzte Vorgewende noch einmal. Die ist noch nicht gewendet, ne? Nee. Deswegen muss ich immer wieder stoppen, aufholen. Ja, Gerd, dass du die Balle nicht da hinlegst, ja. Weißt du? Ja, genau. Sorry. Liegen die genau im Vorgewende. Wie ist das denn? Haben wir denn noch ein Elo eigentlich oder haben wir zwei nur? Angeblich hatten wir doch drei Elos, oder? Ja. Dann kann ich die Ballenpresse ja sonst erstmal hier stehen lassen und mich aufs Grasfeld erstmal machen oder wie? Um da schon mal zu wenden. Weil wie gesagt, das dauert hier noch ein bisschen, bis wir da genug Bahne haben, dass ich das fast. Ja, das ist. Ich meine, Gerd hat ja Vulkanschnecke wahrscheinlich gleich aufgeholt da drüben. Genau, da liegt noch ein bisschen was. 2, 4, 6, 8, 9, 12 Reihe. Aber ich fahre mal den Trecker mit den Mähwerken hier weg. Der steht ja auch nur noch sinnlos hier rum. Ne? Also vielleicht den Elo ein bisschen pimpe. Pimpe. Sehr schneller fährt oder was? Super. Ja. Chip-Tuning. Chip-Tuning, Elo Chip-Tuning. Wir haben ziemlich fährt er auf 25. Bei mir fährt er auf 25. Und bei mir nimmt er auch 8 Meter breite Dinger mit, also. 8 Meter nicht, bei mir hat er 4 Meter gekriegt. Nee, weil das mit den 8 Meter echt geschickt ist mit CP. Das schafft er echt sauber. Ich habe das im Endeffekt ein bisschen an die Quick Bail anpasst. Das sollte man echt RTL Plus haben, um das jetzt gucken zu können, oder man muss drüben auf dem Fernseher gucken oder wie. Aber Gerd, da möchte ich nicht spazieren gehen, wo die längs fahren. Naja, das war Montag Mittag. Ist echt schon heftig, was bei euch runtergekommen ist. Oh ja. Das ist eigentlich eine Sandbahn, aber ja, mit so viel Wasser so kurzer Zeit. Das ist gerade allgemein so, was da so gerade runterkommt, wenn du so rumguckst. Da kannst du echt froh sein, wenn du es selber nicht triffst.
Ja, aber ich finde, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Das ist eigentlich. Nee, sonst kam bei uns immer so viel Regen runter, das ist die Serien immer andersrum. Wir hatten eigentlich im Winter hatten wir ja Hammer viel. Also unsere Böden, glaube ich, sind ja ganz gut. Grundwassertechnisch und so, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet gewesen mit Regen im Winter, Herbst und Frühling. Jetzt war es mal 2-3 Wochen ziemlich trocken, ne? Aber gut. Aber ich meine ja auch so letztes Jahr haben wir auch fast die ganze Zeit nur Regen gehabt im Sommer. Bei uns jetzt aber auch viel Wärme. So viel Wärme war es gar nicht wie dies Jahr. Das ist doch letztes Jahr, dass es bei der 40 Grad war. Das ist schon 2 Jahre her. Aber das braucht auch kein Mensch, 40 Grad. Nee, deswegen. Boah. Wenn du Urlaub hast, ist schön, aber wenn du an der Arbeit musst, dann. Nee. Glückwunsch. Ich bin froh, wenn du auf dem Trecker mit der Klimaanlage sitzt. Ja, oder im Meer rumplanschen kannst, ab ins Wasser, ins kühle Nass reinspringen. Ja, normales RTL zeigt Fußball, aber das läuft ja nur im Fernsehen, das normale RTL. Genau, und meine Frage war, ob ich das jetzt nebenbei irgendwo auf dem Computer mit einem kleinen Fenster mir noch öffnen könnte. So, wenn jetzt zum Beispiel der Zone oder Amazon Prime oder was, könnte ich jetzt hier nebenbei auf dem Computer noch gucken. Oder klar, ich könnte jetzt auch NTV Livestream nebenbei gucken. Nur halt ohne Sound, damit der Sound nicht mit übertragen wird, aber. Muss zumindest gucken. Bis wir gleich, wie wenn da ein Tor ist. Ja. So, machen wir mal im Gerzei Vorgewende. Ich glaube, Champions League wird ja auch sogar das Finale im öffentlichen Fernsehen übertragen. Mhm. Ja, das haben die gesagt, glaube ich, wenn eine deutsche Mannschaft teilnimmt, dass die das dann übertragen. Ja. Das gilt als wichtiges Ereignis und das wichtige Ereignis wird schon. Ist das der Mensch? Hast du nicht gesehen? Was hast du denn hier? Oh Gott. Beide Wände, beide kaputt, Anhänger kaputt. Und die Profis sind wieder im Urlaub, wa? Ja, wo ist denn der Elo jetzt? Jetzt nehme ich mir gleich den Standard-Heuwender. Da muss danach nochmal jemand wieder Schwatt machen. Oh, nee, bloß nicht. Bei den Kessel fahren, dann zieht die das doch rein. Dann muss man wieder Kickbail machen, dann. Ist aber nicht schön. Irgendwo steht einer noch rum, glaub. Aber frag mich nicht, wo. Ach, mach ich selber, sonst heu mit normalen Heubern oder danach mach ich Schwab mit normalen Schwaber. Ne, da ist einer. Ja. Ich hab einen gefunden. Ja. Elho TR300. Hm. 21, 22 war normales Gras, was gewendet werden muss, ne? Ja. Ja, richtig. Nee, das ist ja Vermehrungsgras, also Grasschrott. Ja, ich bin vorne im Weg. Du, Gerd, das zweite Vorgewende wäre jetzt gleich angerichtet hier. Ja, ich sehe es. Danke. Ja, aber RTL kann man ja so nicht übers Internet gucken, oder gibt es irgendwie, wo ich jetzt normal RTL im Internet gucken kann, was jetzt nicht RTL Plus ist? Doch, gibt es. Was ja so legal ist. Ja, legal schon sein. Ja, ich glaube legal, also das ist auch nicht illegal zu gucken. Es wäre nur illegal, glaube ich, das wieder weiter zu streamen. Zumindest war es früher so. Ja, genau, das muss man ja jetzt nicht machen. Das ist ja auch wie früher. Drogen kannst du ja nehmen, aber du darfst sie nicht verkaufen. Wie meinst du, Gerd? Da geht dein Stream auf schwarz. Ach genau, RTL Livestream kostenlos ohne Anmeldung, www.2ix2.com. Mhm. Mal grad gucken, ob das läuft. Da habe ich schon mal geguckt. Hm, da läuft nichts. Oh, autosave. Alter, kostenlos. Ich habe kein autosave, ne? Dann habe ich noch Bugs gerade hier. Aber der läuft irgendwie gerade nicht. Ja. Das muss RSA MS gewesen sein gerade. Du fliegst ja richtig.
Ups. Das kommt davon, wenn du schon wieder von illegalen Streams redest, wa? Ja. Vielleicht mal die MS-Teil. Also die Russen auch wieder. Die Russen sind wieder ins System reingehackt. Es war bestimmt dem knallrote MS-Zahler gerade. Ja. Vergiss nicht gerne mal Halbpause. Ja, ich guck grad. Also normalerweise. Wir sind auch gar nicht so schnell mit der Elos. 2 E. 15. 3. Ist doch mal spannend. Ich bin irgendwie nicht. Musst du mal gucken, könnte aber 2 E. Ich nebenbei zwei gucken, Alter, nicht. Läuft heute nicht. Ich hab da nämlich mal geguckt. Ja. Irgendwie läuft der heute nicht. Kannst eventuell auch noch auf. Der ist nämlich wirklich kostenlos RTL. Kurz, wie viel hast du denn hier schon weggepresst von dem Gras? Was auf der 22? Ja. Du hast schon ordentlich Gas gegeben. 2 Bahnen? War schon so ein bisschen, bis einer gesagt hat, ja, nee, das ist noch kein Heu. Tja, ach, das war's dann. Ich hab schon überlegt, ob ich sie wieder aufschneiden soll, aber. Ein TikToker. Also seit ich jetzt das DSL-Kabel rausgezogen habe, habe ich hier 20 Millisekunden. Gibt's gar nicht. Hat sich der Reset gelohnt? Ja, schöne Idee, Firefighter. Also ich glaube, du könntest bei TikToker das Spiel schauen. Reset war es ja nicht. Der hat das Spiel BVB gegen Paris auch live übertragen, hat so getan, als wäre es ein FIFA-Spiel, hat einen Controller in der Hand. Ja, es ist besser als Reset, stimmt. Ich hab ein DSL-Kabel nicht mehr reingesteckt, Vulkanschnecke. Das ist ja immer noch draußen. Ach, du hast das über Glasfaser jetzt, oder was? Nein, über 5G, über Funk. Ach so. Okay. Über Mobilfunk. Ach, jetzt nur Funk. Jetzt nur Funk. Ach, das geht ja schon. Das geht schon. Das ist eigentlich echt traurig, dass das schneller geht oder besser funktioniert. Die Kombination funktioniert. Wieso ist eine neue nicht, Technik? Soll ja funktionieren. Wenn man das dann hin und her schaltet, ne? Mal so genau. Und dann, glaube ich, kostet das diese ja. Und ich habe jetzt auch noch mal nachgelesen im Internet, in Foren, was weiß ich, auch noch am Samstagabend noch eine Weile. Es gab mal irgendwann letztes Jahr im Januar oder sowas, oder mit der Januar-Software von den Geräten ging alles noch wunderbar, und dann gab es ein Software-Update und ging auf einmal bei vielen nichts mehr. Okay. Gerade dieses Problem mit hohe Millisekunde und ja. Typisch sowas irgendwie, ne? Never change a running system und auf einmal läuft es. Genau. Wenn es gut läuft, bleibt es davon ab. Ja. Mir ging es ja hauptsächlich, weißt du, ich konnte ja eigentlich mit meinem normalen DSL konnte ich ja spielen, war ja auch kein Thema. Aber es ging halt darum, wenn dann noch jemand anders irgendwas streamt oder guckt oder Amazon Prime, dann war es halt bei mir echt hier ätzend zu spielen. Na gut, das glaube ich dann. Und das lag wohl dann auch in der Bandbreite, sage ich jetzt mal im Endeffekt. Weil das dann immer so gerade an der Grenze ist, wo es dann immer ging. Deswegen habe ich das ja eigentlich gemacht, den ganzen Spaß. Ich meine, der nächste Vorteil ist halt, wenn ich jetzt da eine Karte runterlade, das geht halt in 3 Minuten, sage ich mal, nicht in eine Dreiviertelstunde. Ja, bisschen schneller. Wie früher. So nicht mehr die 5G extra beizahlen, oder? Ja klar, das kostet schon ein bisschen extra. Es kommt halt noch hinzu, dass ich diese Telekom-Geräte ja nur gemietet habe. Ah, das muss ich ja auch noch bezahlen, weil dieser Router, wo da dabei ist, und es geht ja nur mit diesen Geräten, und der Router, wo dabei ist, kostet 150 Steine, wenn man kauft. Den habe ich habe gebraucht und vor kurzem verkauft. ich hatte das ja auch tatsächlich. Ich hatte ja genau das gleiche auch. Dieser 5G-Empfänger kostet ja 300, wenn du den kaufst. Zusätzlich sozusagen. Ja, also den brauchst du ja auch noch. Der hängt ja jetzt draußen am Fensterbrett. Ja. Im Freien. Ja, das brauchte ich nicht, weil unser Sendemast relativ in Sichtweite war. Also, da war zwar auch eine Wand zwischen, aber ich brauchte jetzt nicht noch so einen Außenempfänger. Ja, nee. Hätte nur die Box. Dann habe ich im Endeffekt den oben auf der Bühne draußen ans Fensterbrett hintackert. In die Richtung, wo mein Sendemast steht. Mhm. Und dann habe ich ja Gott sei Dank damals bei der Renovierung oder beim Umbau vom Haus, habe ich ja Gott sei Dank ein LAN-Kabel oder 2 LAN-Kabel da hochgelegt. Und da habe ich dann den 5G-Empfänger dann angeschlossen. Ja. Und alles trifft sich dann wieder im Keller unten.
Also, wie gesagt, aber DSL drinne und ich habe hier fast 100 Millisekunden MS. Also, okay. Das macht keinen Spaß. So, schon ist mein iPhone. Unterwegs bin, funktioniert einwandfrei via Hotspot, okay. Da brauchst du aber auch Internetvolumen oder wie? Oder WLAN, dann ja. Keine Ahnung. iPhone? Ja, wenn, da brauchst du dann ein großes Ding. Ein großer Handyvertrag. Obwohl das ja auch immer größere Verträge gibt mittlerweile. Schon. Wenn du früher noch ein Gigabyte hattest oder zwei, musst du ja heute schon bei 5 oder 10 oder es gibt ja sogar noch mehr. Ohne Ende. Ja, das ist in Deutschland ja, noch relativ wenig. Ohne Ende 5G. Ja, das ist bei Deutschland, wie gesagt. Wenn verfügbar ist. Das ist in Deutschland teuer. Ja. Unlimited 5G. Ja, ist am meisten auch 4G, aber. Das ist mein Handy, ich sag jetzt auch 4G plus. Hast du den Unlimited Tarif oder wie? Ja. Und Unlimited Data telefonieren und SMS, naja. SMS nutzt du nicht mehr. Kein Mensch mehr. Außer die Telekom schickt da irgendeinen Authentifizierungscode oder ja. PayPal oder so. Zwei- oder dreifache Verifikation, dann bekommst du noch ein SMS. Oder? Ja, genau. Also ich habe das oft bei PayPal oder selbst jetzt bei Amazon. Ich glaube jetzt bei Twitch auch schon. Wenn du nicht Authenticator auf Handy hast, musst du das nutzen. Wobei, den hätte ich auf dem Handy schon, den Authentificator. Hm. Allein schon von der Firma her, wenn ich mich über VPN dann einwähle. Aber, ja. Ja. Oh, immerhin sehe ich schon mal den Nachbar Elo, ja. Ja, ich jetzt auch. Übersichtlicher. Ja, wir kommen uns näher. Ja. Ja, das steht jetzt mit den 80 Euro. Hauptvertrag, ja. Unlimited. Und das ist teuer, wenn das nur Handy ist. Ja, aber da hat er jetzt, da schreibt er, die ganze Familie hat er da mit 5 Personen für 130 Euro im Monat Unlimited. Das geht ja eigentlich, ja. Das geht ja. Da passt sich natürlich trotzdem zusammen, aber... Ja. Ja. Aber wie gesagt, sind immerhin 5 Personen, gell? Ja. Mhm. Auch schon länger nicht mehr verglichen, was Handyverträge da up to date ist. Keine Ahnung. Eigentlich sollten wir auch immer wieder mal kündigen und so. Ja, das machen wir tatsächlich eigentlich auch. Ich sag mal, wir vermitteln ja selber Handyverträge. Wir haben ja damals mal angefangen. Das ist ja auch unsere Seite www.free-handy24.de. Und das haben wir früher ja auch mal ein bisschen aktiver gemacht, als man das bei eBay noch gut vermarkten konnte. Da konntest du bei eBay so viele Angebote reinhämmern, wie du wolltest. Und das heißt, eine Menge Handyverträge vermittelt über eBay. Das ist natürlich auch immer viel Nerv kommen, weil viele halt negative Boni haben. Und negative Boni hast du ja heutzutage ist ja immer ein Problem beim Handyvertrag. Ja. Und dann hast du da den Ärger, weil die dann immer meinen, wir haben die abgelehnt. Aber wir können ja nichts für, wenn die Leute halt ne, vom Handyanbieter, also vom Provider wieder abgelehnt werden. Aber kannst du dich mit denen rumschlagen und rumärgern. Und dann hattest du auch natürlich Stornohaftung, hast du logischerweise, weil dann ja auch wieder viel in Storno geht, weil die Leute vielleicht nach ein, zwei Monaten ihren Handyvertrag nicht mehr bezahlen können oder nicht bezahlen.
Das sind dann auch die Handyverträge, die wir vermittelt haben, wo du halt immer was dazu kriegst. Ne? Du kriegst ein neues Handy dazu oder einen Fernseher oder eine Spielekonsole oder was auch immer. Ist ja alles, gibt ja alles heutzutage, was du da, oder viel eben, ja, was du kombinieren kannst. Was kommt auch immer noch, also www.free-handy24.de. Kann jeder mal reingucken, wenn man mal Lust hat zu vergleichen. Ich, wie gesagt, das ist unsere Seite. Und im Zweifel würden wir einen Euro Provision kriegen. Im Zweifel erstellen wir auch Angebote noch auf Nachfrage. Wir müssen uns zwar selber wieder reinfuchsen in die Geschichte, aber ich wollte gerade mal gucken, was da aktuell die Tarife überhaupt aktuell sind und was die denn kosten. Kannst du mal den RTL-Livestream verkaufen? Ja, den habe ich nicht. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal gucken, von wegen, was das hier kostet. 15 Gigabyte Flat sind 15 Euro. Aber das sind die monatlichen Tarife, also die sind hier, ne, nicht irgendwie für ein Jahr fest oder für was auch immer, sondern sind monatliche Tarife. 15 Euro im Monat. Auch immer drauf an, in welches Netz, gell? Das ist Vodafone. Vodafone ist ja D2 und da gibt es dann auch, ja, Telekom D1. Ich würde nur die beiden empfehlen. Haben wir auch eigentlich selber. Ja. Also mit O2 habe ich auch keinen Bock und Netze, so. Ja. O2 E+, da hast du ja nirgends Empfang. Zumindest nicht auf dem Land. Also früher habe ich mal mit das hat früher FIAC Intercom geheißen. Und das war dann so ein Vertrag, das war zwar E2-Netz damals, wenn du aber kein E2-Netz gehabt hast, hast du automatisch dann Telekom gehabt. Okay. Also, und dieses Netz von denen habe ich eigentlich nur bei mir in der Firma gehabt. Und sonst nirgends. Und du hast damals, glaube ich, schon so ein Triple-Band-Handy braucht und was weiß ich nicht alles. Also 25 Gigabyte kosten ca. 20 Euro im Monat. Das geht aber noch. Da ist aber kein Handy dabei, ne? Das ist dann ein Monat Laufzeit, okay. Das sind diese Monatsverträge, die du monatlich kündigen können, aber wenn du halt viel Datenvolumen brauchst, 20 Euro, 25 Gigabyte, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Ja. Ich habe 40 Gigabyte für 30 Euro. Ich glaube, ich habe mein alter Vertrag, hat mal 5 Gigabyte. Na gut, aber das hat sich auch in den Zeiten nichts geändert. Naja, müsste das jetzt als ich damals bei Vodafone auch angefangen und hatte ich auch irgendwie nur 6 oder 7 Gigabyte, glaube ich, auch für 25 Euro. Ja, Vodafone hat doch so dieses Programm, dass sie das jetzt regelmäßig erhöhen, oder wie war das? Nur nach Laufzeit, wenn du länger da bleibst, dass du mehr Datenvolumen kriegst oder so? Um die Kunden wahrscheinlich auch zu halten. Datenvolumen erhöht sich, aber also der Preis bleibt derselbe. Ja. Ah, da ist der Pascal schon wieder. Ja, der günstigste Tarif, ja gut, 4 Euro. Oder hast du auch nur ein Gigabyte? Das ist wirklich nur für Leute, die halt kein Internet wirklich mehr brauchen. Telefon, um angerufen zu werden. Ein Arbeitskollege von mir, der hat irgendeinen Tarif, weiß der Geier. Also aber nur Datenflat. Hm. Und der zahlt am Tag 99 Cent. Also im Monat 30 Euro. Für eine Datenflat. Ist aber nicht schlecht. Das heißt, da kannst du googeln, so lange du willst, ne? Ja, kannst einen Hotspot machen im Endeffekt über dein Handy. Über WLAN, wenn du mal ein anderes Gerät verbinde. So stark ist das von der Leistung? Mhm. Ja, er sagt, er zockt da sogar drüber. Mhm. Also das lohnt daheim, sich aber. Wenn er daheim kann, oder in seiner Wohnung, wo er wohnt, keinen Anschluss hat. Und wie gesagt, dann sind es 99 Cent am Tag. Oh, das geht dann ja echt. Für eine Dateflat. Von wem ist das? Boah, frag mich nicht. Ich müsste mal nochmal fragen, aber der ist gerade im Urlaub. Das kommt ja auch drauf an, was du für ein Internet kriegst, ja, ne? Wenn du da du musst Internet halt hast, wenn du nichts mit anfangen kannst. Das ist dann auch so 5G oder LTE, je nachdem. Mhm. Mhm. Da gibt es ja eben von T-Mobile noch so einen 60 GB Datentarif, aber da bist du dann auch schon bei irgendwie 57 Euro wieder im Monat. Mhm. Ja, also das ist dann schon viel, ja. Das ist ja, da hat er ja geschrieben, ein Limit kostet 80. Also wahrscheinlich 79, 90 oder sowas. Mhm. 60 GB, das ist tatsächlich schon nicht wenig. Also da hast du 2 GB pro Tag. Guck mal, der Garfield schreibt, er hat für 19 Euro an der Mod. Moin, Garfield.
Okay. Was für ein Anbieter? Das ist aber merkwürdig wenig, oder? Hatte ich schon. Was für ein Netz? Vor allen Dingen. Otto hatte. Na gut. Das ist halt bei uns hier auf dem Land. Kannst du mit O2 nichts anfangen, so wirklich. Netz. Und da nochmal für Livestream-Chat. Das läuft über Handybude, da haben wir früher ganz viel vermittelt. Heute sind wir da nicht mehr so aktiv am Start. Wie gesagt, also das hat sich damals mal geändert. Also man konnte früher bei eBay, wie gesagt, ohne Ende Angebote einhämmern. Da hast du einfach viele Angebote gehabt, hast immer genug Publikum gehabt, die dann auch Verträge abgeschlossen haben. Also in Top-Monaten haben wir wirklich auf 1.500 bis 2.000 Euro damit verdient. Aber dann hat irgendwann eBay Regularien geändert und dann konntest du ein Angebot nur noch als Inserat, als sogenanntes Inserat einstellen und nicht als Auktion. Und dann musstest du pauschal 10 Euro zahlen für ein Angebot, was du einstellst auf eBay. Und wir hatten so immer so 100 bis 150 Angebote im Monat bei eBay drinne. Und das wäre natürlich eine Grundkosten von 1.000 bis 1.500 Euro im Monat. Das steht dann auch nicht mehr so ganz im Verhältnis, weil du gehst ja dann auch hoch in Risiko, ne? Wenn du nichts vermittelst, dann hast du da 1.000, 1.500 Euro eBay-Rechnung. Das konnte es dann auch nicht sein. Wir hatten vorher diesen eBay-Shop, da zahlst du 300 Euro pauschal im Monat. Und das hat sich immer gerechnet. Also das war kein Problem. Aber das hat sich leider 19, geändert. 19 Euro für 10 Netz, genau. Komm, Jahre. Wer kennt 10 Netz noch? Hallo, Tamara. 10 Netz? Ja, kennst du nicht? War das von den ersten Handys? Genau, das war das analoge Netz früher. Ach, war das nicht mit diesen riesen Dinger mit Antennen? Genau, die wo sie dann mit, da war noch so wie ein Telefon im Auto verbaut, das konntest du dann rausnehmen, da waren Hörer mit Schnur dran und so. Ja, das ist noch knapp vor meiner Zeit. Mhm. Mitgekriegt, ja, aber selber sowas gab nie. Nee, ich habe auch nie was gehabt. Das hast du ja damals, war ja das unerschwinglich als Privatperson. Meistens haben das ja nur Geschäftsmänner gehabt, solche Sachen. Ist das eigentlich so gewollt, dass die Luzerne-Ballen immer kleiner sind wie die anderen Ballen, oder? Ja, wieso sind die kleiner? Um Volumen, oder was? Ja, bei Kleegras habe ich immer 418.000 Liter mit und bei Luzerne nur 338.000. Ja, da muss man mit dem Motorsprecher von der Karte da. Eigentlich. Guck ich ja gerade. Muss eine schriftliche Anfrage im Discord stellen. Kriegst du die Info bitte per E-Mail oder Discord? Nee, schriftliche Anfrage. Per E-Mail an mich dann. E-Mail oder Postfach. Postfach, genau. Wird dann aber abgelehnt. Instant-Nachricht oder? Ja, die Elos sind hier fast fertig. Ja. Noch zwei Bahnen. Drei Bahnen. Und dann kommt die 58 noch, die 17 noch, die 34 noch. 60. Nur, 60. Ja, dann weiß ich nicht überhaupt mehr, 60 glaube ich so, gell? Hm. 21, 22, diese Bahnen sind auch relativ lang. Also zwischendurch hat man immer 2-3 Minuten Zeit, noch was anderes zu machen. Daniel. Ich hatte das früher auch gemacht. Ich bin nicht der Typ, der jetzt unbedingt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Handy braucht. Also es kann auch ruhig mal ein bisschen, ich komme auch damit klar, dass ein paar Jahre länger mit neuen Nutzung ist. Da hatte ich nämlich dann früher auch dann gesagt, komm, dann nehme ich halt einen Handyvertrag mit dem Fernseher zum Beispiel mal, war dann irgendwie doch günstiger. Zahlst natürlich einen Euro mehr logischerweise für den Handyvertrag, hast aber noch einen Fernseher dazu. Vielleicht eine Spielekonsole. Das kenne ich jetzt auch nicht mehr. Dass es ein Netz gab, wo man wissen musste, in welchem Gebiet sich der Teilnehmer befand, damit man die Ortsvorwahl wählen musste. Nee. Also
Muss alles die 80er gewesen sein oder was? Oder was? 90er schon? 10, so 90 dann. Oder so, ja, kurz bevor dann so langsam die D-Netz-Geschichte aufkam. Also ich weiß noch, wo ich Zivi war, 1996 oder sowas, 95, 96, da konnte ich mir noch kein Handy leisten. Also ich hatte mein erstes Handy im Jahr 2000, ich war 18, weiß ich noch ziemlich genau, und das hatte ich, da hatte ich auch mein erstes Handy. Ein paar andere Kollegen hatten aber schon eins. Cool, ich habe 99, hatte ich in Nokia gehabt, so. Wie ist denn das noch? Hab bei uns 2000, dass ich nach der Stadt ging, zur Schule, dann ein Handy für Not. Ja. Aber bei uns sind sie am Anfang immer rumgerannt mit den Das war das Nokia 6110, glaube ich. Ja, Siemens gab es da auch. Ja, das Nokia 6110, so, meine ich, wäre das gewesen, 99, was ich da bekommen habe als erstes. Der 3310. Das war ja das Allerwelts-Handy, 3310. Das beste Allerwelt, ja. Mhm. Der konnte nicht kaputt gehen. Ja, und heute hörst du nicht mehr viel von Nokia, ne? Das ist dann der... Nee. Nee. Ja, das ändert sich nur halt. iPhone natürlich, klar, den Rang abgelaufen, dann aber dann mit den teuren und Siemens mit der erst noch preiswerten, aber mittlerweile ist ein Siemens-Handy auch verdammt teuer, ne? Das ist jetzt auch kein Schnäppchen. Gerade wenn man meint, oh, jetzt kommt das neue Version raus, keine Ahnung, wahrscheinlich mittlerweile Version 51 oder ich weiß nicht, wie weit die da sind, müsste man ja sogar sehen können da im Handyshop. Und das läuft ja alles automatisiert, das ist ja ein größerer Anbieter im Hintergrund. Also 58 machen wir auch, hey? Hm. Aber keine Ahnung, bei welcher Version die mittlerweile sind. So wie ich Black Forest verstanden hatte, wollte alles zu heu haben. Ja, dann. Okay, dann können wir da gleich weitermachen, oder was? Genau. Ja, jetzt die 21 kann sein, ist das das Neueste? Vielleicht weiß jemand aus dem neuesten Chat. Ja, aber das ist doch Samsung und nicht Siemens. Samsung. Ja, genau. Siemens gibt es ja gar nicht. Samsung. Ja, ich habe Siemens eben verstanden. Ja, ich meinte Samsung. Ich glaube, bei der A sind sie höher in der Nummer. Ja, die wo es früher als Light gab und so. Die ein bisschen abgeschmeckte Version. Hab ich ja noch. Das auch genau. Da bin ich ja richtig antik. Antik mit meinem S7. Ja, das ist schon ziemlich alt, ja. Aber ich finde es ein gutes Handy. Ah, ich finde sowieso Samsung ist besser als Apple. Also. Nö, mittlerweile, mir ist es egal. Ich war früher Sony Ericsson, Sony geschädigt, aber dann hat Shelly mich dazu gebracht, auch iPhone zu nutzen, weil sie eben auch eins hat und das ist dann gleich, was ich toller gewesen. Aber mir ist das eigentlich relativ. Mein Nokia hatte ich noch ein Lebetel. Mein erstes Handy war damals ein Motorola, das war auch noch so ein Motorola, haben wir mal Klapp-Handy gehabt. Mhm. Genau. Mhm. Also ich bin auch Nokia, Motorola, Samsung. Und aber dann, wo es diese Samsung Minis nicht mehr gab, bin ich dann irgendwann umgeschwenkt auf Huawei. Okay. Das ist bei den Chinesen. Die Nerden hatten immer eine Blackberry. Ey, ob der Chinese mir jetzt zuhorcht oder jemand anders, das ist doch egal. Oder die Amis. Also ja, oder... Jetzt hast du Speicherlack. Ja. Und im Endeffekt, das Äpfelfon kommt auch aus China, also... Wenn man es mal genau nimmt. Also. Kommt alles aus China. Toaster, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt schon mein zweites Huawei, aber ich würde mir jetzt auch keins mehr kaufen. Durch die ganze Geschichte da mit Google und sowas, wo sie da rumzerft haben. Ja, du weißt ja nicht mehr, was darfst du nachher noch, was nicht oder wie. Genau. Was geht nachher noch, was sperren die auf dem? Das also ich habe jetzt noch das P30 Lite, sage ich jetzt mal. Und da geht noch Google und alles, aber ich weiß nicht, wie es beim 40er ist oder was es mittlerweile alles gibt. Ja, ich fand die Google Phones sind auch bestimmt echt gut. Google, ja, das hat ein Geschäftskollege von mir. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe halt immer die Frage, was man bereit ist auszugeben für die Dinger, gell? Ja, das kommt dazu, ja. Ja, wie gesagt, wir haben das mit dem Vertrag und dann kriegst du es ja relativ überschaubar, ne? Zumindest wenn du einen Neuvertrag machst. Ja. Also. Ich meine, früher hast du selbst mit der Vertragsverlängerung gekriegt, also. Hm.
Ja, kriegst du heute auch immer noch, aber das ist auch meistens nicht so gut, wie als wenn du einen neuen machst. Das ist leider so. Ja. Was nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher. Aber. Ja. Ich sag mal so, früher hast du das Zeug hinterher geschmissen. Finde ich. HTC gibt es gar nicht mehr, ne? Ne, HTC-Handys gibt es gar nicht mehr. HTC war auch mal so eine Zeit lang. Ja. Da hast du, früher hast du einfach eine Vertragsverlängerung gemacht, nennen sie das neueste Handy nachgeschmissen. Ja. Für Nuller. Mhm. Warst aber halt dann auch wieder 2 Jahre gebunden an die ganze Geschichte. Jo, was ist jetzt mit RTL eigentlich? Geht's bald los, ne? 5 Stunden noch, ja. Gut, ja, kommt im Herbst ein neuer LS, weiß kein Mensch. Naja, das weiß keiner. Also irgendwie glaube ich nicht dran. Oder aber sie wollen sie es aufheben bis zur FarmCon. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass sie jetzt über der Gamescom auch dabei sein wollen. Wo sind sie immer eigentlich? Man stand aber irgendwie, dass es irgendwie fest ist, dass die jetzt dabei sind. Wo sind sie eigentlich immer? Das Letzte. Ja gut, war vielleicht noch nicht dann sicher, ob sie es machen oder nicht, aber Gamescom war in den letzten Jahren immer eigentlich auch ein LS-Stand. Und würden sie gleichzeitig bei die GTA 6 neue aus? Was stand denn da noch FarmCon? Man kann ja Tickets schon kaufen. Es gibt auch immer noch Tickets für die FarmCon. Und was stand da? Information, Präsentation über die Entwicklung des Spiels. Oh nein, jetzt bin ich von der Bahn ab. Da entsteht interaktive Panels mit Fragerunden, in denen ihre Entwickler eure Fragen stellen könnt. Große Neuigkeiten über kommende Projekte und neue Inhalte. Natürlich auch einige spannende Überraschungen. Aktivitäten für Jung und Alt von Giant Software und Fan. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt dieses Jahr noch ein neuer LS rauskommt, also das wäre echt ein bisschen krass, wenn sie das so kurz vorerst ankündigen. Also. Mehr wissen wir leider nicht. Und für das Wissen ist mir die Fahrt leider zu weit. Dann würde ich sagen, fahren auf die FarmCon wird es gesagt, fahren im nächstes Jahr kommt der neue. Nächstes Jahr, Februar, März kommt neue aus. Oder irgendwas. Ja, das wäre ganz neu. Bisher haben sie es ja immer im November gemacht. Mhm. Kann natürlich aber auch sein, dass es so weit, man weiß es ja nicht. Also keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Das weiß nur Giant selber. Ja. Man würde auch meinen, dass irgendwelche Insider denn, weil die ja doch irgendwie teilweise auch connected sind, da irgendwie Bescheid wissen, aber. Kann Lars doch jetzt alles ausplaudern. Ja, ich habe noch keine Gerüchteküche gehört. Die wirklich irgendwie, ne? Manchmal ist ja Flurfunk schneller, so nach dem Motto, wie im Betrieben auch manchmal. Bevor eine offizielle Mitteilung kommt, war schon längst bekannt. Einer hat was in deine Kommentare geschrieben. Ja, ja gut. Schreibt. Irgendjemand hat auch schon LS25 auf TikTok. Ne? TikTok ist ja sowieso auch ein bisschen fragwürdig auch da. Aber gut, ist auch eine Plattform einfach für Short-Videos. So wie viele andere auch. Deswegen muss YouTube nur mit den Shorts okay. mit Dingsen da. Dann geht mal rüber. Ja, also dafür würde ich mir keinen RTL Plus ab hier kaufen. Da. Ich hatte gerade mal geguckt, weil über Join kannst du ja quasi auch Fernsehprogramme gucken, aber da ist auch kein RTL zu finden. Was du gerade? Ja, die 2 EX2, das läuft heute irgendwie nicht. Da habe ich nämlich schon mal RTL geguckt.
Aber es kann schon sein, dass sie das beim Fußball irgendwie dann blockieren oder nicht dürfen oder wie auch immer. Genug waren hier. Ist noch immer noch nicht fertig auf der 21-22, Danny? Nee. Drei Bahnen noch, die sind so lang. Ich brauche echt, zwei, drei Minuten ist eine Bahn. Zehn Bahnen ist eine halbe Stunde. Ja, das dauert mit dem Elo, ja. Ja, ich hab, das hab ich doch eben gesagt. Okay, falsche Seite. Seite gewechselt? Hab ich nicht verstanden, sorry. Hast nicht gehört? Okay. Nee, oder nicht gehört. Nicht hören wolle, oder was auch immer. Ja, so geht's ja nicht. Nee, ich habe eigentlich vorgewendemäßig weitergemacht gerade. Ah, das auch noch vorgewendet? Na ja, gut, hier oben. Ja, stimmt. Genau, geht's um die Ecke. Aber fahre ich jetzt die Bahn hier auf dieser Seite? Ja, ich glaube. Hier ist mal gerade Kommentare, weil ich wieder irgendwelche nackten Posts löschen muss hier. Ja. Und auf Kick? Kick ist aus? Nee, hier YouTube ist da wieder mit der Spam-Kommentare. Oh. Ist immer wieder hier diese ganzen Twitch, Bots. Oder? Nicht YouTube. Nee, YouTube. Da aber auf Kick hat einer geschrieben, dass man das Finale angeblich auf YouTube gucken kann, aber das glaube ich auch nicht. Sheldon sagt das. Also nicht. Schick mal Link. Kannst du hier einen Link reinposten, da bei Kick wahrscheinlich. Bei Kick geht's doch. Ja. Also alles posten wahrscheinlich. Oh, Sheldon. Lass ich fett, dass wir es angucken. Nicht, dass ich nachher die Bieren. Du musst das testen, du bist Moderator. Ich hab keine Zeit. Ja, so. Muss Ballen fahren. So, der eine schreibt nämlich, vielen Dank für die schöne Räucherei. So wie es aussieht, kommt ja im Herbst ein neuer LS. Machst du dann noch neue Produkte oder Produktionslinien für den LS 22? Fragezeichen. Das, ja, weiß man nicht, wo er die nennt, ne? Also ich habe noch nichts davon gehört. Das ist auch, weil sich irgendwelche dann immer wichtig fühlen, wenn sie da irgendwie so einen Blödsinn schreiben. Ne? Die Geburt innovativer Ideen mitzuerleben ist aufregend und erhalte in die Flammen der Kreativität. Melden. Unerwünschte Werbung. Spam. Diese nackten Ärsche die ganze Zeit auf YouTube ist echt nervig. Irgendwelche Bots sind die überall dabei, also die kommentieren bei ganz vielen rein. Das ist so sinnbefreit. Aber es gibt bestimmt von 1000 Leuten, klicken 10 Männer drauf und gönnen sich Onlyfans bei den Leuten oder so. Ja, Garfield, das haben wir schon rausgefunden, dass RTL das überträgt, aber das Problem ist, dass du das ja nicht im Internet gucken kannst. Dafür brauchst du ja einen Fernseher neben dir. Da wir alle jetzt gerade keinen Fernseher neben uns haben. Genau. Ich hätte einen hinter mir, aber. Der ist nicht angeschlossen. Das krass findet der gerade zu heu. Genau, das ist ein Elo, ein Bänder. Also, ja, ich weiß nicht, ob der tatsächlich so häufig, also so glaube ich, macht man wahrscheinlich nicht unbedingt heu, weil das wahrscheinlich schlecht trocknen würde in Real Life. Aber wie gesagt, zum Stroh auflockern habe ich den auch schon gesehen. Ne? Nach dem Dreschen, wenn Stroh vielleicht mal nass geworden ist oder so, glaube ich, kann man den ganz gut nutzen, um das einmal wieder ein bisschen durchzulockern. Wenn es besser trocknet. Ich glaube, einen Grasschwatt würdest du so wahrscheinlich echt schwer trocken kriegen. Also zu einer Heuqualität. Zumindest in Deutschland. Ja, das heißt, das ist nicht klar. Vielleicht im Süden da bei 40 Grad. Da kommt ja dann auch nicht so viel Grasschnitt zusammen. Ist das auf 58 an die Vermehrungskraft gewesen? Ich glaube schon, ne? Ja. Kommt da ja auch gleich heute zusammen. Entschuldigung, das Mineralfutter leer. Bei QTV? Ich weiß, was denn bei QTV schon. Ach, das ist aus dem Pay. Waipu, das ist das, wo der Dieter Bohlen Werbung macht. Ja. Das ist auch irgendwie, dass du so einen Stick, glaube ich, hast oder was weiß ich. Ja. So kann man dann für einen Fernseher, wenn die das Kabelfernsehen abstellen, ne? Das war doch das. Genau, das war das letzte Mal irgendwann nach dem Stream noch geredet haben. Ja, genau. Also kann man sich so einen Stick kaufen, dann geht der Fernseher wieder oder was? Wo es um die Geschichte ging wegen dem Kabelfernsehen von deinem Vermieter. Ja, genau. Nee, Kabel wird abgestellt dann. Und dann ja. Muss ich gucken, was ich mache.
Aber ich habe eigentlich keine Lust, 15 Euro im Monat dann nochmal für Vodafone zu bezahlen, wo ich das ja schon habe eigentlich internetmäßig. Das ist keine deutsche Sprache, aber es macht ja nichts, sorry. Ja. Man kann, ich habe jetzt einen Livestream offen davon. Oh. Das ist das mal ausmachen. YouTube tatsächlich. Man kann natürlich auch über den Fire TV Stick gucken irgendwie. Ich war's. Das ist kein Deutscher, aber ist ja egal. Sound kann ich eh nicht gebrauchen. Aus dem Link oder Fenster? Ja, okay. Ich kann die Privatnachricht oder so schicken. Ich sehe dich gar nicht live auf YouTube, Danny. Nee, auf YouTube streame ich ja auch das nicht. Ich hatte nur gerade in die Kommentare hier, in den ganzen meinen Folgen, YouTube-Folgen-Kommentare. Das ist immer Spam. Ach, so. Da kommentieren aktuell immer irgendwelche nackten Hintern. Irgendwelchen Spam-Quatsch. Mhm. So. Sehr übel, dass das da auch ist. Das ist überall. Also auch bei Gronkh, bei den Großen und so weiter. Das wird immer schlimmer momentan. Also immer welche Bots, ne? Die machen das alles automatisiert. KI wahrscheinlich im Hintergrund. Die lässt du brauchst du ja nicht selber machen. Lässt einfach laufen und wie gesagt. Genau, das Ding KI-Pest. Teilweise ist KI gar nicht so verkehrt. Also bei einigen Sachen, glaube ich, ist es echt gut. Erleichtert schon auch viel die Arbeit in einigen Bereichen. Und aber klar, man weiß auch nicht, wo das hinführt, ne? Man muss das schon irgendwie, ja. Und der Mensch neigt ja, wie gesagt, dazu, das eher negativ nachher zu nutzen als positiv. Ja, eben. Und dann kann man sich die ersten Folgen von Terminator vielleicht nochmal angucken. Oder iRobot oder so irgendwas. Ja, also 40, 50 Jahre weiter sind wir wahrscheinlich Matrix und so, dann sind wir irgendwie bei dieser Nummer, dann sind wir Menschen eigentlich nur noch die Batterie so ungefähr. Ja. Eine leere Hülle, weil die KI die Mechanik sozusagen die Macht ergriffen hat, weil sie einfach gemerkt haben, der Mensch ist zu blöd. Er vernichtet nur die Erde, also müsste die KI das, also ne, die Technik das übernehmen. Zwei Minuten 40 geht's los. So, warte mal, der Link. Mhm. Was ist da denn? Wollte man nicht die Zeit nochmal auf 05 stellen, weil das ja schon so dunkel wird. Pack das mal hier in unseren Chat rein, ne? Weil wir können das dann ja auch, wenn ich dann nachher heute hingefahren habe, können wir die Nacht dann ja auch überspringen. Oder weiß aber nicht, ob das gleich weg ist da, ne? Kann sein, dass der Stream gleich gesperrt wird. Was meinst du, noch langsamer machen? Hat Gerd schon, ja. Wenn wir das heute nachher da haben, können wir die Nacht wegspielen. Ne? Bis alles fertig gepresst ist, gehen noch ein paar Stunden darüber. Nein, ich meine, wenn wir jetzt normales heute angeliefert haben bei der Palace, dann kommen die Nacht ja. Ach so, ja, okay. Das wird ja jetzt schon dunkel. Aber Grasheu könntet ihr auch mal pressen, langsam also hier auf 21, 22. Die zwei Elos sind noch auf der 58. Das ist die ganze Zeit so ein weißer, blöder Button davor, ne, vor dem Stream. Also ich bin der Einzige am Pressen, Danny. Ich hab das im Chat gepostet hier bei uns im Discord. Wir sind immer noch nicht mehr Leute geworden. Ach man. Jetzt muss man natürlich gucken, dass man den Stream findet, der tatsächlich mit der Zeit ist oder was. Der mich irgendwie 5 Minuten zurückhängt. Du weißt, im Chat nicht spoilern kann. Garfield schreibt, dass er dir irgendwann mal einen Link geschickt hat, um den Stolz zu sehen. Weiß ich nicht mehr. Nur die Frage, wo? Hier im Disc, auch in Discord oder auf Twitch? Ja, ich finde tatsächlich einen YouTube-Kanal, würde ich jetzt mir ein bisschen das vertrauenswürdiger als irgendeinen anderen Link, wo im Zweifel irgendwelche komische Pop-Up-Werbung sich im Hintergrund noch aufbaut. Und auf YouTube nicht so einfach möglich. Spielen sie schon, das kann ja eigentlich sein, oder? Muss auch noch was anderes sein. Also bei mir steht, das sind 44 Sekunden Anpfiff, das kommt doch hin. Ich habe es noch. Nee, das ist tatsächlich hier ein Fake-Spiel, hundertprozentig. Das ist kein echtes Spiel. Da sind ja diverse Kanäle, die tatsächlich so heißen. Naja, das eine sieht auch eher aus wie ein, hier, ne? Ein Manager-Game, wo gerade das Spiel abläuft. Kasse. Jetzt ist bei mir auch irgendwie, dass da so ein komischer schwarzer Button mitten im Bild ist.
Was, ein schwarzer Button? Nee, hab ich nicht. Achso, ihr meint im Stream oder was? Ja, da bei dem YouTube-Livestream, ne? Achso. Das ist wahrscheinlich die Seite, die Black Forest auch immer nutzt. Ach, so viel Ablenkung hier, weil es immer vorbei ist, schlecht. Du musst halt Enhanced anmachen, dann kannst du schön geradeaus fahren. Das wird so einfach. Die Bahn geben das ja auch nicht immer her hier. Aber zumindest, wenn du mal auf eine Eichschosse hast, ja, auf eine Bahn. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auf der Bahn bleibe, ist höher als entweder Bein pressen oder Holz machen, ist eine lukrative Geschäftsidee. Weil bei mir spielen sie jetzt 5 Sekunden gerade. Nehmen wir an, 18 Sekunden. Ja, bei Anpfiff. Oder Missionen machen. Na genau. Da gibt's auch Geld. Mhm. Am besten diese ganze Grasmissionen. Na, Dünger. Kommt ja drauf an, auf welcher Mappe. Ja, oder Dünger. Dünger halt auch. Mit diesem Mod, wie heißt er, mit aktuell hat man doch auch höhere Missionsvergütungen. Der Contract hört das zusammen oder Better so. Der Contract. Da lohnt sich auch meine Trash-Mission. Mein Sohn hat heute auch mal wieder einen neuen Spielstand angefangen, wollte mal ohne Schummelgeld spielen. Den wir, wie gesagt, technisch leider nicht zusammenspielen konnten wegen diesem Key-Fehler. Leider hier Feld 22, Hafermissionen, 50.000 Vergütung oder so. Das ist einfach das, man, das lohnt schon. Aber jetzt muss man klar ein bisschen. Du kannst auch mit Better Contracts auch wieder runterschrauben, wenn du dann einstellst, dass du eine normale Basis. Ja, ich bin schon froh, dass er sich nicht einfach wieder 99 Millionen aufs Konto gepackt hat. Ja, nein. Ich meine jetzt also nur, falls man selber das macht. Bei TL sind jetzt schon 2 Minuten 40 gespielt. Ja, bei mir ist 1:30 jetzt. Und, ja, 32. Müssen wir den Livestream-Chat auf Emote Only schalten. Also nicht so leicht spoilern, wobei dann kommen die Tore oder die Bälle oder was nicht. Also ich, bei mir ist 1:45 gerade. Bei mir ist jetzt auch. Ja. Atlanta BC Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Finale. Ein böses schwarzes Ding noch im Bild. 2,2 Minuten 35 habe ich. Klar, Dünger-Mission macht auch definitiv Sinn. Ja. Dünger am besten im Shop einkaufen, ist am günstigsten. Kannst natürlich auch schneller abbefüllen bei den Lagers. Aber das kostet halt mehr. Wenn man gerade am Anfang sparen muss, dann kann man Dünger ruhig im Shop einkaufen. Kann ja auch dann mit einem Paletten-Autoload, kann man sich ganz viele Düngerpaletten einkaufen und zum Beispiel in seinen Hofsilo reinbringen einfach. Und von dort dann die Düngerstreuer auffüllen. Aber dann auch gleich ein Düngerstreuer mit ein bisschen Arbeitsbreite. Veronica. LX Play Gaming ist am aktuellsten von der Zeit her, sagt Sheldon. Auf YouTube eben, ne? Ich bin jetzt bei 4 Minuten 8. Ich habe einen anderen Livestream gefunden. Oh, schick mir den nochmal bitte. Oder ist es auch auf hier YouTube oder YouTube. Wo? YouTube. Das wollte ich nochmal reinposten. Dann ja, ich muss mal gucken, ob das auch das aktuelle ist. Aber ja, oder ob das ein echtes Spiel ist oder. Ja, dann ist das wahrscheinlich. Auch der Manager. 42 Meter geht immer, ja. Genau, ordentlich Arbeitsbreite. 4 Minuten jetzt bei mir. Ja, jetzt sieht man das, dass es hier nur FIFA verarsche.
Wo seid ihr denn jetzt am Elon? Auf der 58. Ich bin gerade fertig. Ich habe jetzt die letzte Bahn. Auf die 54. Ja, wir haben jetzt auch bloß noch vier Bahnen. Dann sind wir auch wieder fertig hier. 60 muss noch, ne? 60, ja. Die 17 noch. Die 16 auch noch. Okay, 17 muss auch noch. Und die 34 ist auch, glaube ich, noch. Ich glaube, die wird ja noch nicht gemacht. Wir haben noch ein bisschen zu tun. Ach ja, klar, dann können wir. Ja, können wir uns ja gleich da unten irgendwo treffen. Vielleicht 60 oder was? Vielleicht auf die 60 springen, ja. Ja. Da müssen wir nachher abchecken und wir vergessen bestimmt irgendwo ein Feld, ne? Das könnte schon sein. Genau, nicht, dass ich wieder Grasballen presse. Ja, wir müssen auch später nochmal so ein OKF machen. So, wir sind auch am Ende der Folge. Naja. Das kommt fett doch nicht. Was denn? Außer OKF machen. Ja, kann ich gut machen. Genau. Nämlich dieses hier, was Black Forest immer in letzter Zeit gefahren ist mit 150 km/h. Dann geht es ja auch schnell. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Urkanschnecke. Grün. Ja.